Hallöchen, ihr wilden Wikinger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich sehr. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und bereit für neue Schandtaten in diesem Spiel hier. Ah, ich habe richtig Lust heute, muss ich zugeben. Ich habe richtig Bock, weil heute gehen wir nämlich mal wieder ein bisschen auf Abenteuer. Hat mir schon ein bisschen gefehlt, muss ich zugeben. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt machen wir uns mal wieder auf die Socken und erforschen ein bisschen den dunklen Wald. So, jetzt müssen wir aber erstmal kurz noch hier ein bisschen ausmisten. Repariert ist alles soweit. Naja, gut, der Umhang noch nicht, aber das lässt sich ändern. Das haben wir jetzt gemacht. Genau. Und dann können wir eigentlich auch schon aufbrechen. Die Fackel können wir noch hier reinlegen wieder. Genau. Soweit, so gut. Passt alles. Ziehen wir uns noch ein bisschen Essen rein und dann geht's los. Und wir machen uns auf die Suche nach, ich glaube, Zinn brauchen wir, ne? Als nächstes. Das heißt, wir gehen in den dunklen Wald oder in den Schwarzwald. Ich glaube, vorher hieß er Schwarzwald, jetzt heißt er nur noch dunkler Wald. Habe ich die ganze Zeit falsch gesagt, ist aber auch wurscht. Und suchen dort Wasserstellen, denn dort, glaube ich, hat irgendwer auch mal in die Kommentare geschrieben. Vielen lieben Dank an der Stelle. Dort sollen wir dann den Zinn finden. Und jetzt schauen wir gleich mal hier. Hier ist ja noch Auenwald. Aber da beginnt ja schon der Schwarzwald, ne? Und da ist ja auch Wasser. Oh, da ist eine Hütte. Seht ihr das? Das ist eine Hütte. Hi. Ja gut, du stirbst jetzt. Komm. Du kriegst jetzt auf die Mütze. Oh, da ist auch ein Fisch. Oi. Ich wollte mal testen, was passiert denn, wenn ich mit denen da... Oh. Okay, 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 okay. Lass uns nicht im Wasser kämpfen. Lass uns das Ganze an Land austragen. Krieger. Der Grauzwerge, komm her. So. Ja, und die schieße ich jetzt einfach kaputt hier. Das ist verdient. Wer Bombi Odinson hinterrücks angreift, der muss damit rechnen, erledigt zu werden. So. Trophäe haben wir auch noch mitgenommen. Also hier ist Schwarzwald, ne? Nochmal so zur Feststellung. Das heißt, rein theoretisch müssten wir hier am Ufer irgendwo auch Zinn finden können. Wenn wir ein bisschen Glück haben, natürlich. Oh. Achso, Tanne. Ich habe jetzt Truhe gelesen, nicht Tanne. Ah, warte mal. Okay, ich möchte eigentlich... Ah, da! Da. Zinn. Wir haben Zinn. Nice. Das ging schneller als gedacht. Und ich möchte die Hütte hier sehen. Ich will mir unbedingt diese Hütte da anschauen. Aber erstmal hier die Ruine. Da ist eine Ruine, da ist eine Hütte. So viel zu schon wieder. Weißt du, da bist du 5 Minuten im Spiel drin, schon findest du wieder 100 Sachen. Da hinten ist auch schon wieder eine Ruine. Seht ihr das? Da. Mann. Ich will darüber. Ich will mir die Hütte anschauen. Das ist bestimmt eine tolle Hütte. Die sieht so fertig aus vor allem. Oh ja, da ist Zinn, oder? Ist das Zinn? Nee, das ist einfach nur Stein. Ich glaube, das ist nur Stein. Da wird nichts angezeigt. Ich glaube, Zinn gibt es nur an Land. Aber ja, cool. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Zinn schon mal gesammelt. Da ist nochmal Zinn. Da haben wir jetzt. Das ist, glaube ich, Zinn hier, oder? Entschuldigung, sind Sie Zinn? Ja, Sie sind alles Zinn. Sehr geil. Oh, überall Zinn. Schön. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass wir nicht umgezogen sind. Ich glaube, das hätte länger gedauert sonst. Also ich bin echt froh, dass wir uns die Basis behalten haben.
Das war, glaube ich, eine super Entscheidung. Weil hier haben wir halt jetzt echt alles eigentlich mehr oder weniger vor der Haustür. Das ist spitze. So, geh mal weg. Was haben wir hier? Ja, das sieht doch gut aus. Das nehme ich natürlich gerne an mich. Wie viel Zinn haben wir jetzt? 14. Mhm. Ja. Ein bisschen was geht schon noch, würde ich sagen. Wenn wir noch spontan was finden, ne? Wenn wir jetzt nichts mehr finden, ist auch nicht schlimm. Da haben wir nochmal. Mal ein bisschen gucken auf die... Aber das passt. Ah, richtig cool, ey. Richtig, richtig cool. Da haben wir seltsame Felsformation, ist aber nicht der Beschwörungsort für den nächsten Boss. Und da... ist ein Dungeon, oder? Das sieht sehr stark nach Dungeon hier aus. Oi, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja, hier ist ein... hier ist ein Dungeon. Der schaut groß aus. Den markieren wir uns. Nehmen wir mal. Dungeon. Ich glaube, es ist wurscht. Du kannst öfter Dungeon nutzen, oder? Dungeon passt. Das finde ich übrigens super cool. Die Funktion, dass du beliebig auf der Map markieren kannst, wie du lustig bist. Das finde ich mega. So, aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr... Die Sonne geht auch schon wieder unter, ne? Das heißt, wir sollten eigentlich heimgehen. Aber ich kann das gute Zinn jetzt hier nicht einfach liegen lassen noch. Das nehme ich jetzt noch schnell mit. Und dieses eine Haus da drüben. Das interessiert mich ja schon mega. Auf der anderen Seite, es wird spät, es wird Abend, es wird Nacht. Und wir haben jetzt echt so viel Zinn dabei, den wir ja brauchen. Das heißt, ich gehe jetzt lieber heim und das Haus lassen wir erstmal Haus sein. Wir kommen wieder. Wir erforschen das Haus morgen. Wir haben jetzt eh erstmal, ne, wir werden jetzt erstmal gleich einen Haufen Zinn in die Warteschleife geben. Und dann ist das Haus dran. Während der Zinn hier fröhlich verarbeitet dann gleich. Ah, mega cool, dass das so gut geklappt hat da drüben. Ah, ich will da unbedingt hin. Ich will mir dieses Haus anschauen. Aber echt super, dass das geklappt hat. Ah, bin ich jetzt echt glücklich drüber. Dass wir da einfach so schnell das Zinn bekommen haben. So, dann laden wir uns noch ein bisschen auf hier. Und dann geht's heim. Und natürlich an dieser Stelle. Oder habe ich es schon gesagt? Hab ich schon gebettelt? Falls nicht, ja, liken und kommentieren freut mich sehr, Dankeschön. Falls doch, sorry. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, 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 au. Ey, das ist noch ein Ärgernis. Ich bräuchte irgendwie ein Boot oder so. Ich glaube, wir können uns sogar eins craften, oder? Haben wir da nicht schon irgendwie so ein kleines Raft gelernt? War da nicht was? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Kommt noch. Kommt noch. Wir lernen noch. Wir lernen noch die coolen Sachen. Aber... ja, da müssen wir immer hin und her fahren. Das ist das einzige Ärgernis, weil ich glaube, eine Brücke werden wir hier nicht zimmern können. Übrigens, cool, schaut euch das mal an, jetzt hat er die Waffe auf dem Rücken. Warum hat er das nicht immer?
Es sei denn, wir können irgendwie diese kleine Mini-Insel da nutzen und auf dem Wasser bauen. Das weiß ich allerdings nicht. Da müsste ich mal schauen, wie wir auf dem Wasser bauen können. Vielleicht können wir das ja doch irgendwie verbinden. Wäre cool. Falls nicht, dann halt nicht. So, aber jetzt sind wir erstmal wieder zu Hause. Und dann würde ich gleich sagen, schmeißen wir an, oder? Bisschen Holz noch rein. Wunderbar. Cool. Und dann können wir jetzt das Zinn verarbeiten hier. Oh, das Holz ist runtergefallen. Aber ist nichts kaputt gegangen oder so. Sehr gut. Und jetzt kriegen wir Zinnbarren. Und jetzt können wir Bronze herstellen. Sehr gut. Und das können wir, glaube ich, hier dann machen, ne? Genau, da können wir jetzt Bronze herstellen. Zwei Kupfer, ein Zinn. Ah, wird nicht viel bei rumkommen, aber können ja schon mal anfangen. So, oh, wunderbar. Schaut euch das an. Das ist ja ein ganz neues Leben hier. Bronze Axt, Bronze Adgeier, Bronze Pfeil, Beinschutz aus Bronze, Streitkolben, Bronze Schwert. Oh, geil. Alter Schwede. Geil, 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 geil. Mega, mega geil. Krass. Oh, das wird toll. Ich sag's euch. Das wird so toll. Und wir haben ja genügend Zinn aktuell noch. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch ein bisschen Bronze farmen. Und dann können wir auch schon wieder upgraden, ne? Können wir uns neues Zeug hier zusammenzimmern. Geil. Absolut geil. Ah, oh, das ist so cool. Ich glaube, als erstes schaue ich, dass wir die Bronze-Axt kriegen. Steht da irgendwas dabei bei der Bronze-Axt? Wie ein Lächeln gekrümmt. Okay. Mal schnell gucken. Ich denke mal, das ist dann die nächste Axt, oder? Die nächste Axtstufe, sozusagen. Müssen wir mal gucken. Aber, ja, cool. Absolut cool. Absolut cool. Das ist mega. Das ist mega, mega, mega. Wir werden so groß werden jetzt dann, du. Alter Verwalter. Super. Ach, schön. Schön. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde, man kann es gar nicht oft genug betonen. Es macht einfach wirklich Spaß. Immer noch eine Trophäe, die da definitiv nicht reingehört. So. Hier rein. Da gehört die Trophäe rein. Weil hier ist Tierzeug und Knochen. Ja, Knochen zählen für mich zu den Tieren. Also, diese Skelettknochen sind für mich Tiere, die Skelette. So. Gut. Dann haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Wunderbar. Können wir mal schnell reparieren. Cool. Absolut cool. Würde ich sagen, gehen wir schlafen. Schau mal, was der nächste Tag bringt. Wahrscheinlich Kupferfarming. Du könntest was zu essen vertragen. Davon träume ich ständig. Von Essen. So, selbst im Real Life. Du fängst an zu frieren. Das ist auch okay. So, ah, schau das an. Wunderschöner Zinn. Da ist sogar noch ein bisschen was drin. Und wir haben keine Kohle. Das lässt sich allerdings ändern. So, jetzt machen wir hier mal schnell noch wieder an. Ich habe so das Gefühl, wir können jetzt einen Haufen Kohle brauchen.
in der nächsten Zeit. So, sehr gut. Dann würde ich sagen, laufen wir zum Kupfer. Zinn haben wir genug im Moment. Holen wir uns Kupfer. Keine Zeit zu verlieren. Eiktür. Gib mir Sprintkraft. Keine Zeit, du Stinkebär. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Bombi Odinson muss Kupfer besorgen. Um für neue Untaten bereit zu sein. Ah, es ist echt toll. Also das ist genial. Dass es jetzt vor allem so schnell gegangen ist, freut mich. Ich dachte, das würde jetzt echt ein bisschen dauern. Aber das ging jetzt eigentlich echt flott. Gut, ihr kennt das ganze Spielchen schon, ne? Abbauen, ihr wisst, wie es funktioniert. Das ist ein Knoten. Deswegen, glaube ich, lohnt sich das nicht, euch da mitzunehmen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn die Axt kaputt ist oder ich keine Lust mehr habe. Also, bis gleich. So. Bergbau ist auf 20 oder Spitzhacke besser gesagt. 11 Kupfererz haben wir bekommen. Und dann war die Spitzhacke kaputt. Aber das ist okay. 11 Stück, das ist doch was. Damit kann man arbeiten, glaube ich. Und dann gehen wir wieder heim. Und verarbeiten das Ganze. Ach, das ist so schön. Ich freue mich drüber. Ach, toll. Toll, 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 toll. Und dann hoffe ich, dass wir ein bisschen schneller dann ans Holz rankommen. Das wäre natürlich spitze. Ich habe gar nicht das perfekte Essen dabei, ne? Ja, so ein paar, drei so blaue, graue Dinger kamen vorbei. Die haben aber relativ schnell verprügelt. Da war gleich Schicht im Schacht. Das war nicht der Rede wert. Deswegen habe ich das auch nicht extra aufgenommen, weil das, wie gesagt, drei Leute kommen. Muss nicht sein. So drei Hanseln. Die kriegen wir auch so down und sonst war ja nicht viel los. Außer, dass ich halt wild auf das Kupfer geprügelt habe. Und jetzt machen wir das Bronze-Upgrade gleich hier. So ein zweiter Schmiedetopf wäre, glaube ich, nochmal ganz gut. Schauen wir mal. Oh ja, haufenweise Zinn. Oh, okay. Wir kommen an. Sehr gut, wir kommen noch an. Wunderbar. Machen wir hier mal rein. So. Machen wir hier mal. Zack, Kupfer rein. Und Holz hier rein. Und Kohle haben wir auch noch genügend. Also langsam, aber sicher, ne? Ist schon ganz gut, glaube ich. Wenn wir jetzt dann eine Axt haben, die vielleicht ein bisschen schneller das Holz bringt. So, 4 Zinnbarren. Wunderbar. Das sieht gut aus. So, hier lagern wir mal eben schnell ein. Tierisches haben wir ja sonst nicht. Nur ein bisschen Harz bekommen. Und ein paar Steinchen. Die werden wir später dann wahrscheinlich noch zu Genüge brauchen, die Steine. So. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zinn da noch drin ist. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Bisschen was ist auf jeden Fall noch drin. Wir haben jetzt, schauen wir mal schnell, wir haben 3 Bronzebarren, 14 Zinn. Ja, da kommt auf jeden Fall genügend zusammen. Ich glaube, 8 brauchen wir, ne? Für die Bronzeaxt. Ja, 8. 8 Bronze, 2 Lederreste, 4 Holz. Lederreste müssten wir auch noch haben. Schauen wir mal eben. Aber normalerweise, ja, reicht noch. Reicht noch locker. Wir könnten mal noch, wobei, ja doch, wir könnten mal noch schauen.
Vielleicht können wir ja... Okay, die Geweihspitzhacke können wir gar nicht aufwerten. Die lässt sich gar nicht upgraden, okay. Sonst hätte ich jetzt mal geschaut, dass wir die upgraden, aber das geht leider nicht. Keine Chance, okay. Feuersteinaxt könnten wir noch upgraden, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So, jetzt sind wir bei Kupfer angelangt. Wunderbar. So, alles an Kupfer ist drin, das heißt, wir kriegen jetzt noch 10 Kupferbarren raus. Das ist ja wunderbar. Das reicht ja locker. Vielleicht gehe ich währenddessen nochmal schnell ein bisschen Holz hacken. Müssen noch mehr Kohle herstellen, ne? Ah, das wird jetzt richtig cool, ich sag's euch. Ich sag's euch, das wird spitze. Ja, wir haben hier noch genügend Holz herumliegen. Wir müssen es nur verarbeiten. Im Wasser liegt auch noch ein bisschen Holz. Ah, das ist so cool. Ich feiere es gerade. So. Nehmen wir hier noch mit. Nicht hinaustreiben. Bleib da. Verdammt. Ah, warte. Den müssen wir wieder reinschieben. Ah, nein. Den schwimmen wir mal an Land zurück hier. So. Wunderbar. So, den hier auch noch. Wir lassen nichts liegen. So. Ah, wunderbar. Sehr gut. Was ist denn? Hm? Was ist denn? Gut. Erledigt. Oh. Du trägst zu viel. Oh. Ja, schmeiß uns mal ganz kurz raus hier. Ja, der Zinn ist schwer, ne? So. Sehr gut. Okay. Achso. Gibt keine Reihe. Gut. Verdammter Zinn. So. Fünf Stück. Ah, der Kurs ist nicht der beste. Zwei Kupfer, das was wir am wenigsten haben, kostet natürlich mehr, aber gut, kriegen wir schon hin. Ich weiß nur nicht, ob es reicht jetzt. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob es für die Bronze-Axt reichen wird. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Wird sich zeigen. Lassen wir uns mal überraschen. 7, ah, das müsste reichen, oder? Sollte reichen. Hoffentlich. So, komm, spuck aus. Spuck, du Luder. Ja, reicht locker. Einmal noch, dann haben wir die Axt.
Komm schon! Jawohl! Leute, da ist das Ding. So. Ja, wunderbar. Und dann würde ich sagen, zimmern wir uns das Ding gleich zusammen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Holz das braucht, aber das ist erst... Ach Gott. Ja, nehmen wir mal 10 Holz. So, Tierzeugs. Zack. Und jetzt zimmern wir uns diese geile Axt zusammen. Jawohl. Vergleichen wir mal kurz die Werte. Guck mal die Werte. Ah. Also 30 Schlitzen. Schlitzen ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Rückstoß für 30 Schlitzen. 35 Schlitzen. Ja, ist besser, ne? Ein bisschen. Bisschen besser. Nicht viel, aber die können wir ja noch upgraden dann. Und das ist sie. Jetzt bin ich gespannt, ob wir sie umsonst gebaut haben. Das wird sich jetzt entscheiden. Kann natürlich jetzt sein, dass wir vielleicht die erst aufrüsten müssen. Meine Güte. Bombi, was ist denn da schon wieder los? Kann sein, aber ich würde es jetzt trotzdem mal checken. Jawohl! Es funktioniert. Schön. Ah, cool. Ey, bleibst du mal da? Aber das ist nur... Doch, da ist Edelholz dabei. Sehr geil. Ah, schön. Schön, 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 schön. Toll. Also, jetzt haben wir Zugriff auf Edelholz. Haben wir schon 8 Stück bekommen. Cool. Absolut cool. Was will man mehr? Na? Jetzt haben wir's. So. Ach, genial. Und ich glaube, ein bisschen mehr Holz gibt es auch insgesamt. Sehr cool. Das Blöde ist, ich habe in der Zwischenzeit schon wieder vergessen, für was ich das Edelholz eigentlich brauchte. Ah, doch, fürs Portal, ne? Ich glaube, fürs Portal haben wir Edelholz. Schauen wir mal schnell. Jetzt können wir natürlich die ganzen Geschichten hier bauen mit Möbel und so. Aber vor allem können wir jetzt hier so ein Portal craften. Wir könnten auch echt mal so einen Holzstoß bauen, ne? Wäre auch. Da haben wir übrigens das Floß, da ist es ja. Mensch, Bombi. Ja, da ist das Portal. Das könnten wir jetzt theoretisch sofort errichten. Oh, Amboss. Amboss gibt es auch noch. Zum Upgraden. Und genau, die Schmiede-Kühlvorrichtung müssen wir auch bauen. Und ein Fermentierer. Ach hey, und ein Kessel. Oi, wir haben so viel, wir haben jetzt so viel zu bauen. Und so viel zu craften und so viel zu farmen. Ach, Herr Jemini, da können wir jetzt, da, also, die nächsten 10 Folgen sind mehr oder weniger geritzt, ne? Wie ist das eigentlich? Kann ich das Edelholz auch verarbeiten zu Kohle? Ja, das geht auch, wird wahrscheinlich nichts bringen zusätzlich. Ist wahrscheinlich dumm, oder? Naja, gut. Testen. Muss alles mal austesten. So, meine Lieben, das soll es jetzt aber gewesen sein. Wahnsinn, was wir heute alles geschafft haben. Ich würde sagen, wir waren sehr produktiv. Ich bin stolz. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit ganz viel Action und Farmen und Bauen und was weiß ich nicht nur alles. Aber das soll es gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Like und einen Kommentar. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ist sehr gern gesehen. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag.
und bleibt gesund. Ciao.